Möchte euch gerne den Metal Trailer von Motomax zeigen. Den habe ich für meine Axial SCX24 Fahrzeuge gekauft. Die sind bekanntermaßen im Maßstab 1:24 ausgeführt und dieser Anhänger, der hat hier 1:18. Ich finde, das passt besser, aber das schauen wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. Hier einfach die Originalverpackung. Den Anhänger habe ich auch schon mal gerichtet. Den haben wir hier. Das Ganze ist recht schwer ausgeführt. Wir haben ein paar schöne Felgen hier an dem Fahrzeug. Dann haben wir recht schön die Heckleuchten nachgebildet auf den Kotflügeln. Wir haben eine Einzelradaufhängung hier an dem Fahrzeug. Dann haben wir hinten die Auffahrrampen. Die sind verstellbar, was schön ist. Kann man runterdrücken, die bleiben so stehen, sind gebremst. Hier runterlassen und wir haben hier noch am anderen Ende die Anhängeröse und sogar eine höhenverstellbare Stütze mit einem Gewinde. Wirklich insgesamt recht hochwertig ausgeführt und sieht wirklich gut aus, muss ich dazu sagen. Gefällt mir ganz gut. Jetzt haben wir noch Maße. Das Ganze ist eben wie gesagt 1:18. Wir haben eine Ritschenlänge von ungefähr 23 bis 24 cm. Und die Auffahrbreite, die ist bei maximal 12 cm oder vielleicht auch 11, je nachdem. Aber das Ganze passt ganz gut zu diesem Axial Offroad Crawler. Ich habe hier einen schon bereitgestellt. Das Ganze sieht ganz gut aus, finde ich. Definitiv ist dieser Anhänger nicht zu klein. Okay, vielleicht ist er ein bisschen zu groß, aber ich habe den C10 als Zugfahrzeug hergerichtet, habe ganz profane Anhängevorrichtung gemacht und dann kann der Spaß beginnen. Musik.